Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Letztes Mal waren wir in Gronia. Sind wir immer noch, ne? Wird sich diese Episode, glaube ich, auch nicht groß ändern, aber wir müssen jetzt erstmal wieder mit dem Chef reden, ne? Und ihn mal fragen, wie es denn jetzt um seinen armen Rücken steht. Fragen wir einfach mal nach dem Bludo. Ha! Der Reisende! Jumbo hat mir erzählt, dass du ihm geholfen hast. Ich habe übrigens, tut mir leid, wenn jetzt die Stimme nicht gleich ist wie das letztes Mal, weil ich habe halt einfach keine Ahnung, wie die Stimme war. Und meine Stimme, ich glaube, man hört das, es kommt auch langsam wieder zurück, da bin ich nicht mehr ganz so krank. Aber darum geht's ja nicht, ne? Hier, als Belohnung. Heiliana, wie du, können sowas doch brauchen, oder? Brandschutzmedizin, sehr schön. So, das Schmerzmittel schlägt an. Zeit, dass wir uns mit Junbo treffen. Ich will ja Daruk gegenüber nicht respektlos sein, aber wenn wir Rudania keinen Abreim fassen, Daruk, jetzt sag nicht, dass du Garuk nicht kennst, den Rücken der Goronen. Siehst du den Berg da? Das ist Daruk. Dum, 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 der Daru. Habe ich jetzt übersprungen? Nee, zum Glück. Oh. Jetzt ist erstmal wieder Flashback-Time für den guten Linky Flashback-Boy-Time. Jetzt fangen wir mal an hier. No. Was könnte es nur sein? Er sieht schon, ich finde, der Titan sieht schon sehr, sehr cool aus. Muss ich schon mal sagen. Die anderen drei sind echt gut. Um mitzuhalten, muss ich diesen Titan wie im Schlaf beherrschen. Ach, endlich mal ein Recke, der nicht komplett überheblich ist. Das ist mal eine nette Abwechslung. Ich habe keine Ahnung, was es mit dieser Verheerung Ganon auf sich hat. Aber dieses schöne Land werden wir uns nicht kampflos abnehmen lassen. Oder? Bruder? Oh, der arme Linky Boy. Der arme Linky Boy. Ich meine, der hat ja auch Hände, ne? Die sind riesig. Aber diese Prinzessin, besonders entspannt ist die ja nicht. Etwas biestig sogar. Besonders in deiner Nähe. Besonders in deiner Nähe. Aha. Aha. Jetzt die Frage wieder. Naja, wir haben immer dieses bisschen Ambivalente, was wir da immer erfahren. Ne? Von wegen, ja, die beiden, die mögen sich ja eigentlich doch. Aber dann ist Zelda wieder eifersüchtig, dass er das Master Sword hat und sie nicht. Ach, dieses Schild, gehört das einfach zu den Goronen dazu? Bestimmt kriegen wir das als Spezialfähigkeit. Obwohl der Junbo hatte ja auch das Schild, als wir ihn befreit haben. Naja, gucken wir mal, was wir als Fähigkeit bekommen. Würde mich aber schon interessieren. Nee, das ist echt nicht gut. Ja, das war doch mal eine aufschlussreiche Erinnerung. Linky Boy hat richtig die, was in den Wimpern. Und Junbo, weißt du, er ist der Nachfolger von diesem Daruk. Daran liegt es wohl auch, dass ein kleines Kerl wie Junbo sogar Daruks Schirm... Doch, das ist seine Spezialfähigkeit. Dadurch wird er unkaputtbar und dann schießen wir ihn auf Rudania um den... Nein! Warum macht ihr denn sowas? Normale Kanonenkugeln machen dem nämlich nicht. Ihr könnt doch nicht einfach den Jungen da raufschießen. Wo kommen wir denn da hin? Ob alles in Ordnung ist, will er wissen. Gar nichts ist in Ordnung, sieht man doch. Aua, aua, heute gehe ich wohl nirgendwo mehr hin. Ich will dir ja keine Umstände machen, aber könntest du Junbo ausrichten, dass ich heute absagen muss? Er wollte auf der Brücke von Eldin sein.
Johann, der ist die Brücke und dann. Warte mal. Doch, doch, hier. Da? Nee. Doch, nee, doch, nee, vielleicht. Nein! Linky Boy! Linky Boy, meine Güte hier! Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein! Ist jetzt richtig? Ja. Glaube ich zumindest. Nur noch was kochen? Haben wir denn? Haben wir nicht wirklich viel zu kochen, ne? Hier jetzt mal ein Glutling dazu, falls wir. Falls uns irgendwie zu kalt hier wird, ne? Ne? Brauchen wir ein bisschen Kälteschutz. Besonders, wo wir schon mal hier sind, ne? Meine. Kann ja nie schaden, Kälteschutz, ne? Bin auch schon überlegen, ob wir den Kälteschutz jetzt einfach nehmen. Einfach nur, damit wir auf der richtigen Seite sind, ne? So. Das reicht jetzt aber mit Kochen. Mit der Stadt können wir uns ja wann anders auseinandersetzen. Diesen fetten Schlegel, den haben sie ja echt überall stehen. Jetzt nochmal gucken. Hm. Ach, die ist über mir. Aber das ist für Linky Boy natürlich kein Problem, denn er beherrscht ja schon Revalis Sprung. Der natürlich auch nicht ausreicht, aber das ignorieren wir jetzt mal gepflegt. Warte, haben wir nicht sogar 4 Zeichen der Bewährung wieder? Ich hätte ja noch ein Ausdauersegment kaufen können, ne? Oder warte, gucken wir mal. Ihr habt ja bestimmt noch weniger einen Überblick als ich, ne? Doch, haben wir 4 Zeichen der Bewährung. Naja gut, jetzt haben wir keinen gesehen. Ein bisschen Ausdauer, das ist dann auch okay. Aber das machen wir noch, keine Sorge. Wir holen uns noch die Ausdauer ab, damit dieser Kreis dann endlich mal komplett ist. Ich meine, der sieht ja schon ein bisschen schäbig aus, wenn er nicht komplett ist, ne? Ich meine, was sollen die Leute denn von Linky Boy denken? Naja, so, oh, das ist der Typ mit dem nicht kompletten Ausdauerkreisen. Hä? Das ist schon wieder dieser Wagen hier. Warte mal. Warte mal. Ich spreng mich damit jetzt selber in die Luft, oder? Sag mir bitte, dass ich mich nicht damit selber in die Luft sprenge. Bitte, bitte, bitte. Cool. Das geht. Das ist ja echt cool. Ich wusste echt nicht, da. Ja, cool. Ja, das finde ich cool. Muss ich ja mal ganz ehrlich gestehen. So, die Frage ist, laufen wir jetzt diesem Schrein nach? Eigentlich brauchen wir ja ein paar Schreinchen. Weil man immer Schreinchen braucht. Okay. Ich glaube, wir kommen nicht wirklich am Schrein dran vorbei. Und ich meine, wenn er uns hier so zu Füßen gelegt wird, dann machen wir den natürlich auch, ne? Ich meine, es geht ja um Respekt. Respekt vor dem Schrein, ne? Also nichts wie rein da. Aber da fällt mir auch direkt wieder ein, ihr könnt mir jetzt tatsächlich, weil ich glaube, letztes Mal, wo die Audioprobleme waren, war auch ein bisschen dämlich von mir. Aber jetzt, momentan arbeite ich wieder mit dieser etwas höheren Bitrate beim Aufnehmen von dem Video. Und eigentlich auch in dem vollen Farbraum, den die Switch uns hier zur Verfügung stellt. Deswegen schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob jetzt, besonders im Vergleich zu den ersten Parts, oder wahrscheinlich die ersten 60 Parts oder so, ob euch da eine Veränderung aufgefallen ist. Also jetzt in der Qualität. Was kann man hiermit machen? Das ist Elektro, oder? Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das geplant hatte. So, das ist ein Elektro-Ding. Hm.
Es ist ein Elektro-Ding, okay. Ach komm. Oder müssen wir tatsächlich irgendwas mit diesem... mit dem Elektro-Ding machen? Ja, wir können das ja überlegen, während wir uns die Kiste da hinten mal organisieren, ne? Komm schon, Linky Boy, Linky Boy! Oh, Linky Boy! Menschens Linky Boy. Sollen wir uns mal außer diesen Klops stellen? Das ist bestimmt witzig. Ist bestimmt voll witzig, oh Gott. Silberner Rubin. So, dann gucken wir uns nochmal um. Ist nicht wirklich mehr zu holen hier, ne? Ah! Ha, 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 ha! Ha, ha! Hast gedacht, ich sehe dich nicht, ja? Ja, okay. Die Frage ist, bringt mich das jetzt weiter, das zu wissen? Ich hab nie... ich bin auch so dämlich, ne? Hätte auch direkt drauf kommen können, ne? Ja, sorry. Das hat jetzt wirklich lange gedauert bei mir, bis ich drauf gekommen bin. Menschens. Menschenskinder. Aber dann ist der Schrein ja auch gelöst. Dann nix wie raus hier. Das Rätsel war ja doch recht einfach. So, aber das ist ja noch nicht unser Ziel, ne? Ja, wirf halt die Fackel, Linky Boy, ne? Weil warum auch nicht, ne? Ist halt cool, Fackeln zu werfen, ne? Das hat er mal selber beeindruckt, indem er Fackeln... ach, ich weiß auch nicht. Okay. Ich glaube, er ist ein bisschen in einer brenzlichen Lage da hinten. Was haben wir denn für eine gute Waffe? Ich bin ja irgendwie immer hier dafür. Ja, komm, wir nehmen das Wächterschwert. Ich meine, wir wollen ja nichts riskieren hier, ne? Was? Hä? Was soll... was soll da... Also, das ist jetzt albern. Also, das ist jetzt wirklich albern. So ein bisschen Hitzeschutz. Okay, ich bin halt echt zu blöd zum Schießen, ne? Ja, hör halt mal auf zu hitten hier. Und dann gehen wir jetzt auf Mipfas Gebet. Und dann ist die Sache nicht fertig. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay, das war jetzt ein... Naja. Wird sich ja oft genug beschwert über meine Kampfkünste, ne? Dann ist das auch in Ordnung, ne? Dann ist das auch in Ordnung. So, er hätte nur so einen Erzbohrer als Kamera. Ich meine, was will ich denn damit? Danke, dass du mich gerettet hast. Ohne deine Hilfe hätte ich alt ausgesehen. Ach, wo bleibt denn nur der Chef? Er kann heute nicht. Was? Er kann nicht? Warum denn nicht? Rückenschmerzen? Hat die Medizin, die ich für ihn besorgt hatte, hat er nichts gebracht? Oh, tja, ohne den Chef kommen wir hier nicht weiter. Gehen wir erstmal zurück. Warte mal. Du willst hier bleiben? Wozu denn? Ich will in den Titanen. Was? Du willst in den Titanen eindringen? Hältst du
dich für den großen Daruk, das ist gefährlich. Wenn man ihn vorher schwächt, wäre es vielleicht möglich. Warum sollte man das wollen? Ja, ich bin Linky Boy, Held von Hyrule, und ich würde ihn gern besänftigen. Ich weiß zwar nicht, worum es hier geht, aber du wirst schon deine Gründe haben. Es gibt da nur ein Problem. Der Chef hat die Brücke von Elden hochgezogen, damit der Titan nicht zu uns kommt. Um Rodun jetzt gelangen, müssen wir also irgendwie die Brücke wieder runterlassen. Sonst verwendet der Chef immer die Kanone, um das zu tun. Solange der Chef nicht kommt, bekommen wir die Brücke also nicht runter. Du kannst doch die Kanone vom Chef noch schon einmal erfolgreich eingesetzt, oder? Ja, so könnte das klappen. Wir machen es so, wie der Chef es immer macht. Nur, dass ich die Kanonenkugel bin und du mich abfolgst. Bist du dir sicher? Kein Problem. Ich habe von meinem Vorfahren Daruks Schirm geerbt. Egal, wie heftig ich irgendwo gegenknalle, damit tut mir gar nichts weh. Mein Vorfahre Daruk war ein ganz toller Krieger. Zumindest erzählte das der Chef immer. Und genau wie ich... Genau wie er kann ich Daruks Schirm einsetzen. Du brauchst dich einfach nur auf die Kanonen zu stellen und damit auf die Brücke von Elden zu schießen. Aber bitte, bitte schieß trotzdem so sanft wie möglich. Ja, was geht? Ei, Chef! Das ist toll. Es war jetzt echt wichtig, dass ich das gemacht habe, ne? Mit dem Schirm ist er gegen alles. Yippie! Wenn ich etwas mit dem Kopf in den Kopf setze, dann gelingt das auch. Daruks Schirm ist eine Wucht, oder? Nun gut, da vorne ist noch einmal mein Typ gefragt. Kommen wir überqueren die Brücke. Wie auch immer du meinst. Der Missionsmarker ist eher und er folgt mir. Das ist natürlich. Ja, das finde ich witzig. Das nicht. Das hier. Jetzt geht's los. Badam Varudania. Sieht schon majestätisch aus, ne? Okay. Ja, brüllt halt einfach, ne? Was? Achso, wir müssen jetzt zu ihm kommen, aber wahrscheinlich sind die Drohnen da, die uns, Oh weh, diese Drohnen sind gemeingefährlich. Wenn sie uns entdecken, wird Rudania wild, dann lässt er den Todesberg ausbrechen. Und mich entdecken sie jedes Mal sofort. Ich hätte ein paar Mal schon um ein Haar Lavabrocken abgekriegt. Der Chef steckt diese Brocken einfach weg und stampft weiter. Aber wenn du getroffen wirst, war's das mit dir. Ich will nichts falsch machen, also gib mir am besten einfach ein Zeichen, wann ich anhalten und wann ich weitergehen soll. Einigen wir uns auf ein Zeichen. Was hältst du? Telepathie! Was? Telepathie? Könnt ihr Heinian einfach Telepathie fallen? Los, dann sag was. Noch immer nichts. Also bei mir kommt nichts an. Einigen wir uns auf ein Zeichen. Augenzwinkern. Du willst mir zuzwinkern? Das sieht... Na gut, dann nehmen wir das Pferdekommando. Okay, das ist also unsere Herausforderung. Und diese Herausforderung, für die wir übrigens das zweite Level an Hitzeschutz brauchen, das heißt die drei Tränke, die uns der Chef da zur Verfügung gestellt haben, werden wichtig sein. Diese Aufgabe bewältigen wir dann mit dem guten Jumbo. Die bewältigen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss!